Jum, und er kriegt den letzten Wurf. Vermutlich den letzten Wurf für Göttingen. Und er trifft. Hat aber das technische Foul danach kassiert. Das aber wohl noch mal zur Diskussion steht. Ein sportliches Willkommen zum Pfiff der Woche, präsentiert von AVD. Und wir haben uns dieses Mal etwas noch Kniffligeres ausgesucht, als wir das sowieso schon immer machen. Es ist die Partie unter der Woche gewesen zwischen Göttingen und Oldenburg. Und das hier sicher eine mitentscheidende Situation. Bode Hume kommt raus, drückt ab, trifft den Dreier und wird dabei gefoult, Fragezeichen. Davon sind erstmal alle ausgegangen in Göttingen, denn es gab diesen Pfiff direkt danach. Allerdings ist der Pfiff nicht zugunsten von Bode Hume gegangen, sondern zugunsten von Len Schormann. Wie seht ihr das? Geht das rechte Bein von Bode Hume zu weit raus? Trifft er, also initiiert er den Kontakt da mit Len Schormann? An wen muss das Foul gehen? Ist es von Schormann oder ist es von Hume? Muss dann der Dreier also zählen plus dieses Foul oder muss es ein technisches Foul geben, weil Bode Hume in diesem Fall gekickt hat? Und die Entscheidung, die am Schluss dann steht, ist Foul gegen Bode Hume und zwei Freiwürfe für Len Schormann. Warum das zustande kommt, natürlich wegen der Teamfoulgrenze, aber war denn der Ball schon aus der Hand von Bode Hume oder ist es noch ein Offensivfoul? Das würde ich gerne von euch wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare und gegen Ende der Woche lösen wir diese höchst knifflige Situation dann mit einem der pfeifenden Protagonisten auf. Ich freue mich auf die Kommentare und ich freue mich auch schon auf die Auflösung. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.